So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Link's Awakening. Und wir müssen jetzt einen Raum bauen, beziehungsweise einen Dungeon bauen, in dem wir nur mit 3 Herzen überleben. Es muss komplett gefüllt sein und wir müssen mit nur 3 Herzen überleben können. So, wir brauchen einen Startraum. Und der Startraum geht immer nach oben. Ne? Ja. Kann ich nichts anderes machen. Gut, ist dann egal, was für einen wir nehmen. Da ich es komplett füllen muss, jetzt muss ich gut überlegen. Wo starten wir? Starten wir hier? Ich möchte versuchen, möglichst viel einzubauen, dass ich einen Weg nicht gehen muss. Dass ein Weg komplett optional wird. Wir starten mal hier. Also hier, da kann ich auf jeden Fall Enten einbauen, das ist ganz klar. Enten, die ich nicht brauche. Den Raum zum Beispiel brauche ich nicht. Kommt mir gerade, den kann ich einfach setzen. Da habe ich nichts von. Es gibt hier in dem Raum keine Truhe. Das ist ja großartig. Haben wir noch so einen Bossraum? Ja! Zack. Nice. Dann muss ich in die beiden Räume schon mal nicht rein. Gut. Wir müssen nach oben als erstes. Gibt es... Das ist zum Beispiel ein Weg, der wäre jetzt komplett optional. Da muss ich nicht hin. Ich setze mir jetzt gleich mal einen Weg mit einer Truhe. Das ist nicht, was ich suche. Der ist ein bisschen gefährlich. Aus Gründen. Der ist gut. Oder? Ah, da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüsselloch. Der ist okay. So, zack. Und jetzt hier oben brauche ich einen Dreier, der rumführt. Nach unten. So. Der ist okay. Dann haben wir hier auch eine Truhe dabei. Das passt. Dann brauche ich hier nochmal einen Dreier. Am besten einen Dreier, der nichts nützt. Der Dreier hier ist super. So, der bringt nichts. Da komme ich, muss ich nicht rein. Dann brauche ich hier einen Dreier. Den nehmen wir. Der ist super. Und jetzt will ich hier, diesen Weg hier, versuche ich jetzt so zu bauen, dass ich nicht nutzen muss. Also ich brauche ein Dings, was ich nicht nutze. Das hier zum Beispiel. Zack. Dann muss es jetzt einen Weg nach unten geben, den ich auch nicht nutzen muss. Der da hier. Das ist falsch. Der da hier. Da ist auch nichts, was ich brauche. Ich sehe es jetzt an den Symbolen. So langsam kommen wir dahinter, wie das Zeug hier funktioniert. Jetzt brauche ich wieder einen Raum, den ich nicht nutze. Der ist es der. Noch ein solcher Raum. Wir haben noch ein paar, das ist gut. Dann rüberwärts, wieder hier, Bossraum. Zack, brauchen wir nicht. Und jetzt einen... Da, den brauche ich auch nicht. Sehr gut. Und jetzt kann hier ruhig wieder eine Truhe rein. Oder ist eigentlich egal. Nehmen wir den, der ist angenehm. So, zack. Und jetzt ist dieser ganze Weg hier, der komplette Weg hier, optional. Den brauche ich nicht. So, jetzt kann ich mich hier im Prinzip mit Truhen versorgen. Also möglichst angenehme Räume wählen. Ne? So. Runterwärts. Der ist auch angenehm. So. Wieder was runterwärts. Da ist ein Schlüsselraum dabei. Das ist aber kein Problem, weil wir haben ja bisher auf jeden Fall Schlüssel bekommen. Haben wir noch einen angenehmen Raum? Ja, der ist angenehm. Zack. Jetzt hier unten um die Kurve. Auch ein ganz normaler Raum. Was ist das für ein Raum? Kenne ich gerade nicht vernünftig. Machen wir mal nicht. Nehmen wir den. Der sieht angenehmer aus. So, zack. Und jetzt nur noch einen Durchgang.
Da können wir jetzt wieder was ganz Neutrales nehmen. Den da zum Beispiel. Oder den da. Der ist mir lieber. So. Und dann ist hier der goldene Schlüssel drin. Und dann sollte es funktionieren. Wir gehen also einfach nur darum. Hier ist ein einziges Schlüsselloch. Das heißt, bis dahin kriegt man einen kleinen Schlüssel. Da müssen wir nicht hin. Das müssen wir alles nicht ablaufen. Und das müssen wir nicht ablaufen. Perfekt. Ja, überprüfen. Keine Fehler. Let's go. Das ist interessant jetzt. Mit nur drei Herzen durchkommen. Mal gucken, ob es funktioniert. Da bin ich jetzt schon ein bisschen gespannt. Wäre jetzt vielleicht sogar schlau gewesen. Wäre jetzt vielleicht sogar schlau gewesen, hier das blaue Gewand sich zu holen. Aber egal. Da ist mein kleiner Schlüssel. Ab jetzt kriege ich nur noch Rubintruhen. Bis zu der Truhe, die ich halt wirklich dann noch für den goldenen Schlüssel brauche. Ach, andersrum, nicht dumm. Nicht dumm! So. Und das Fies an dem Raum ist, jetzt hätte ich jetzt nicht dran gedacht, wo ich bin. Und, oh, nice. Und würde jetzt einfach stur hier rüberlaufen, wäre ich beim Boss. Aber wir müssen nur hier runter. Nein, 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 nein. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich dachte, ich kann ihn abschießen. Stellt sich raus, kann ich nicht. So. Wiedersehen. Oh, da muss ich springen. Ah, mit bisschen Schalterräumen arbeitet das Spiel dann doch, aber nur immer innerhalb des Raumes selbst. Nicht über die Dings verteilt. Wobei jetzt natürlich, wenn ich woanders jetzt noch einen Schalterraum hätte, könnte ich den hier wieder nutzen. So. Der Raum ist auch nett. Alles kein Thema. Oh, man kriegt sogar Herzen. Ich dachte, man muss mit insgesamt drei Herzen durchkommen. Nein, man hat einfach nur drei Herzen zur Verfügung. Okay. So, da ist das jetzt genutzt worden. Hier gehe ich einfach durch. Hier ist auch nicht relevant. Das sind halt die angenehmen Bonusräume. Ich glaube, das sind alles so Räume, die wir mit der Zeit freigeschaltet haben über irgendwelche, die wir so gefunden haben, zum Beispiel auch beim Angeln. Ich glaube nicht, dass solche Räume von selbst gekommen sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So. Jetzt ist hier noch die letzte Truhe. Und dann haben wir es. Sehr schön. Das ging erstaunlich gut. Und dass mir der Wurm hier keine drei Herzen abziehen wird, da müssen wir nicht drüber reden. Ah. Ja, Mann. So, das war's. Und ich habe den kompletten Weg außenrum nicht gebraucht. Genau das war der Plan. Nice. Das nenne ich mal Taktik jetzt. Am besten jetzt noch sterben. Das wär's, wenn ich jetzt noch drauf gehe. Okay, alles gut. Ich meine, mit drei Hits wäre es ja schon vorbei gewesen. Also, ich glaube, wir hätten Balsam gehabt. Ist ja egal. Herzschmerz beendet. Eieieiei. Aber wenn ich jetzt schon hier eine Flasche gebaut habe, werde ich wohl eine Flasche bekommen. Nein, keine Flasche. Okay. Noch eine Kammer. Ah! Ja, Mensch. Das ist die dritte Flasche. Sehr gut. Haben wir die auch. So, nächste Mission. Bin gespannt. Schwertverbot. Kein Schwert. Okay. Wie besiege ich den Wurm ohne Schwert? Geht der mit Pfeil und Bogen? Da müsste funktionieren. Ja, keine Kammern ohne Schwert. So, was ist das hier für... Das ist natürlich dieses Mistding. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, hier machen wir gleich mal den Anfang. So. Das ist der Raum.
Die sind jetzt ja vorgegeben, die Räume. Das heißt, ich kann an den Räumen kann ich leider überhaupt nichts ändern. Ah. Ah. Hier will ich gar nicht durch. Den will ich ohne Schwert überhaupt nicht machen. Ich hole mir hier die Truhe und wir gehen hier nicht durch. Wir machen hier Schluss. Wir beenden den Raum hier an der Stelle. Wir beenden diesen Raum einfach. Ich könnte den Raum theoretisch mit einer Treppe beenden und einfach keine Treppen nutzen. So. Gleichzeitig könnte ich auch den Raum umgehen, indem ich hier auch ein Ende setze, was ich nicht brauche. Zum Beispiel das da. So, ich bin jetzt gespannt. Jetzt werde ich eine Sache machen und bin gespannt, ob sie funktioniert. Verbindet sich jetzt nicht automatisch mit der. Wenn ich die nachher setze. So, jetzt sind die zwei verbunden. So wäre mir das lieber. Ja gut, dann setze ich da einfach keinen Raum rein, der eine Treppe hat. Aber ich habe nur Räume mit... Oh, nur Räume mit Truhe oder Treppe. Das ist doch dumm. Na gut, dann nehmen wir halt einen Raum mit einer Truhe. Und müssen halt den Typ besiegen. Der ist jetzt ja nicht schwierig. Also da muss ich ja eh nur das Viech gegenschmeißen. Dann machen wir es halt so. Und jetzt habe ich nämlich hier die Verbindung nach oben gebaut. So. Gut. Dann machen wir hier jeweils ein Ende rein. Das kann ruhig ein Ende mit Truhe sein. Zack. Hier nach unten machen wir ein Ende mit Truhe. Ohne Treppe. Ja, das ist okay. Zack. Bisher haben wir jetzt auch genug Truhen, dass wir hier die Schlüssel zusammenbekommen. Ach, jetzt habe ich nicht auf die Räume geachtet. Brauche ich da ein Schwert für jeweils? Oh Gott, ich habe auf die Räume nicht. Da brauche ich kein Schwert. Da brauche ich kein Schwert. Da brauche ich kein Schwert. Ich habe nicht drauf geachtet, was ich gebaut habe. Aber bisher brauche ich kein Schwert für die Räume. Okay, 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 okay. Dann hier um die Ecke, nach oben. Kriegen wir auch so ohne Schwert hin. Und dann ist hier der Bossraum. Passt. Wie ich den ohne Schwert besiege, weiß ich noch nicht, aber... oh wait. Oh wait, das ist ja gar nicht verbunden. Das sehe ich jetzt erst. Ich dachte, das geht hier rüber. Mist. Ist da was? Oh, das ist anders. Wir machen hier einen Durchgang. So. Dann machen wir hier einen Weg runter. Dann verbinden wir das so, ohne Treppe. Ohne Treppenkram. Ruhig mit einem Boss. Ist egal, der geht schnell. Und einfach nur ein Durchgang. Okay. Eieiei, okay, ich gehe nicht in diesen Raum. Das ist der Todesraum. Und das ist die Treppe, die ich brauche. Nicht die hier. Die da nicht. Da auf keinen Fall in die Treppe gehen. Oh, wait. Das ist auch nicht verbunden. Shit. Shit, ich habe keine Möglichkeit, in den Raum zu gehen, ohne... Ich muss hier durch. Nein, ich muss hier durch. Nein, ich muss da durch. Das sehe ich ja jetzt erst. Dann machen wir den halt mit Pfeil und Bogen. Was soll's? Ah, okay, alles klar. Hilft nix. Hilft nix. Also, Pfeil und Bogen ausrüsten. Los geht's.
Ich habe ja wieder meine Herzen. Insofern ist es egal. Also erst hier rüber. Ach, die haben das schon clever gebaut, leider. Die haben das schon clever gebaut, ne? Willst du mich... So. Komplett veralbert. Na gut, dann muss ich da leider durch. Was soll's. Nein! Ungeduld wird bestraft. Kann ich nicht eigentlich? Ah, sehr schön. So. Na gut, auf geht's. Ach, komm schon. Muss ich drüber springen? Ja, okay, machen wir es so. Das geht ja sogar richtig simpel. Habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ah! Das geht ja sogar richtig simpel mit Pfeil und Bogen. Speedrun Tactics. Nice! Okay, der Raum, vor dem ich mich eigentlich Angst hatte, entpuppt sich als lächerlich. Sehr schön, so mag ich das. Komm her. So mag ich das. Vielleicht sollte ich mir Pfeil und Bogen aufheben. Mit dem Ding schießen. Dann können wir den Boss mit Pfeil und Bogen und Bomben machen. Das sollte funktionieren. So. Und zurück. Hops. Ja, moin. Ach komm, ich hätte doch da stehen bleiben können. Gut, dann müssen wir jetzt die Ungeduld auch nix. Abflug. Hätte ich die eigentlich, Interesse halber? Ah, okay, die kann ich mit dem auch angreifen. Halten zwar 3 Jahre was aus, aber ist okay. Der Feuerstab ist halt einfach nicht stark. Das ist das Problem. Ja, der ist einfach nicht... Aber er gibt euch sowas wie Schilder zum Beispiel. Okay, geht er nicht. Weißt du was? Ich werf dir einfach den Krug ins Gesicht. Hier, bitteschön. Ah, brauche ich gar nicht machen. Ist ja schon da die Tür. Treppe. Die Türtreppe ist ja schon da gewesen. Oh. So habe ich mir das nicht vorgestellt gehabt. So auch nicht. Warum bin ich so? Jetzt muss ich gut überlegen, dass ich mich nicht einbaue. Hierhin gehen wir zum Schluss. Wir müssen erst darunter. Oh. Okay, so wird es nichts. So wird es nichts. Yay. Oh, habe ich den eingebaut? Ach ja, den wollte ich mit Bomben fallen. Aua.
Aua! Ah, das gibt's doch nicht. Blöd angestellt, aber was soll's. So, brauchen wir nicht. Ja. Hi. Kann ich eigentlich auch so bleiben? Natürlich nicht. Nice. So, einer der vorgegebenen Räume. Wie komme ich jetzt an? Wollte schon sagen. Wenn es jetzt Bomben nicht gewesen wären, hätte ich ein Problem gehabt. Aber da das ein vorgegebener Raum ist, musste ja irgendwas funktionieren. Ach, ich muss die besiegen. Wow. Ach komm schon. Was ist los? Da, Tipp. Tschüss, Sikorski. So, da ist mein goldener Schlüssel drin. Und dann ist die Geschichte durch. Habe ich noch einen Thronraum? Wahrscheinlich habe ich noch einen Thronraum. Muss ich ja haben. Ich weiß jetzt gerade nicht wo, aber der muss ja dann kommen. Ach, das ist noch ein Thronraum. Ja, klar. Ach, weißt du was? Ich verschwende wieder meine Pfeile. Oh, das geht bei dem nicht. Okay. Da muss es ja so gehen. So, da ist jetzt mein goldener Schlüssel drin. Jetzt brauchen wir halt nur noch eine Waffe, mit der wir das Viech besiegen können. Aber ich denke mal, mit Bombenpfeilen auf den Schwanz sollte funktionieren. Da werden wir keine Probleme haben. Jawohl. Hä? Was ist mit dem Schwanz? Achso, der ist noch nicht. Der muss sich erst wieder... Ja. Sweet. Barscht. Funktioniert. Wunderbar. Dungeon ohne Schwert geschafft. Und wir kriegen wieder einen Kammer. Eine Kammer. Und ohne neuen Effektstein. Herzen. Die Herzen zufliegen zu lassen. Ja, ich denke, was mir das nützen soll. So, bitte die letzte Herausforderung. Bitte die letzte Herausforderung. Schaffen wir die noch in der Zeit? Ja, 24 Minuten wird wohl eher nix. Die Uhr tickt. 5 Minuten! So viel zu schaffen wir die in der Zeit. Okay. Also, Startkammer. Wo starten wir? Was ist sinnvoll zu starten? Das ist sinnvoll, um zu starten. Dann haben wir gleich einen Schlüssel, falls wir einen brauchen sollten. Möglichst wenig Quatsch einbauen. Ich muss aber alles nachher verbunden haben. Ich muss in den Raum auf jeden Fall rein. Da ist eine Truhe. Also kommt da ein Zweier dazwischen. Am besten ein Zweier mit Truhe. Mit schneller Truhe. Falls wir Truhe noch brauchen sollten. So. Hier muss ich auch... Hier ist der Boss. Hier ist der Boss. Hier schließen wir nachher ab. Hier ist der Boss. Ich weiß, wie wir das bauen. Das machen wir ganz simpel. Hier ist der Boss. Zack. Wobei, schlauer... Ne, ist egal. Hier ist der Boss.
Und da brauchen wir noch einen Zwischenraum. Einen ganz unspektakulären Zwischenraum. Der da. Der dürfte unspektakulär genug sein. Zack. Und hier drüben, dieser Weg, der wird optional. Und der da auch. Das wird alles optional. Wir machen hier nur einen Zwischenraum. Einen Zwischenweg mit... Ach, habe ich nicht. Ich habe keinen Zwischenweg mit Treppen. Ja, das ist ein Zwischenweg, genau. Ja. Weißt du was? Wir machen das andersrum. Wir machen hier den Startpunkt. Dann haben wir gleich den Kampf am Anfang. Dann machen wir da einen langweiligen Zwischenweg rein. So. Dann ist hier unten der Teleporterraum. Einfach einen ganz schnellen Treppenraum. Der ist perfekt. Und der findet dann hier oben sein Pendant. Treppe, 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 da. Perfekt. Zack. Und jetzt brauche ich hier nur noch eine Verbindung, einfach nur unspektakuläre Verbindungen. Die nichts nützen. Und dann hier unten auch einen Raum, der nichts nützt. Kann ruhig ein Bossraum oder der das sein. So, zack. Und das war's. Perfekt. Schaffen wir doch locker in der Zeit. Schaffen wir auch locker jetzt noch. Schaffen wir auch locker jetzt noch. Oh, das war jetzt echt glücklich, dass das so schnell geht. Das war jetzt gut. Ach, halt die Klappe. So, wiedersehen. So, der Raum geht fix. Ach, da brauche ich Bombenpfeile. Geht schneller. Ah, ich muss das drüber springen. Ich hatte mir vorhin schon den Quatsch. Ja, jetzt ist ja egal. Jetzt geht es ja nicht um die Herzen. So, hier schnell die Truhe holen. Alter! Link! Spring! Mensch, Junge. Eine Nuss, ey. So, zack. Und wir gehen nach unten weiter. Ab jetzt gibt es schon keine Schlüssel mehr. Nur noch den großen. Das ist zum Glück auch ein sehr schneller Durchlauf. Kein komplizierter. Na gut, machen wir es halt jetzt so. Ist ja egal. Oh Gott, was ist das denn? Wie den Raum da? Nee, Quatsch, muss ich ja. Doch, muss ich. Ich muss den nachher einmal füllen, ne? Das ist ein Truhenraum. Ach, Käse. Ja, es ist ein Truhenraum. Ach, so ein Quatsch, ey. Aber wir haben genug Zeit. Passt schon. Passt schon, hätte ich gesagt. So. So. Hopp, 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 hopp. Vorsichtig. Gut, dann machen wir jetzt halt den Quatsch noch schnell. Diesmal fallen ja keine Bomben dabei runter. Das war etwas suboptimal gebaut, zugegeben. Ah. So. Zack, dankeschön. Da ist mein großer Schlüssel drin. Und die Nummer ist durch. Und die Nummer ist durch. Auch ein sehr angenehmer Zwischenraum. So.
Prima. Hallöchen. Ja, ob ich den in 3 Minuten packe, ich weiß ja nicht. Easy. Sehr gut. Bam, 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 bam. So, bitte nicht noch eine Mission. Gib mir ein Herzteil. Gib mir ein Herzteil. Yes! Ach, ein Container ist das! Dann haben wir ja alles. Ja, die unbedingt. Unbedingt will ich die einbauen. Ja, klar. Noch mehr, aber ich hab doch... Gibt's jetzt hier noch Muscheln? What? Ich muss die komplette Zelda-Form füllen. Dafür wirst du den Großteil deiner Kammern brauchen. Das fertige Labyrinth dann zu erkunden wird auch ein Weilchen dauern. Ich hoffe, das ist optionales Zeug. Ich werde die nicht alle machen. Ich glaube, das ist optionales Zeug, oder? Da haben die jetzt wieder komplett übertrieben. Das ist zu viel. Ich hoffe, die sind optional. Oh mein Gott. Ich hoffe, die sind optional. Ich werde jetzt mal recherchieren und gucken, ob ich hier noch eine Muschel bekomme. Und dann sehen wir weiter. Herzteile haben wir jetzt jedenfalls alle. Es fehlen nur noch Muscheln. Uff, das ist belastend, weil ich nicht weiß, wo. Dann wird der nächste Part ein Muschelpart. Ein Muschelsuchpart. Oder ich schau kurz nach. Was tun wir? Ich überleg's mir. Danke fürs Zuschauen und tschüss.